Hi, das ist einer der letzten Takes von der 50-Stunden-Wahlkampf Nonstop. Jetzt ist hier bei uns unser Landesvorsitzender der Jungen Liberalen, David Ismer. Hallo David. Hallo. Wie geht's dir? Sehr gut. Ein bisschen fertig. 50 Stunden Wahlmarathon, aber es läuft. Wie kamt ihr auf diese geile Idee? Ich meine, das ist ja einer der hammerhartesten Aktionen, die irgendwie Berlin je gesehen hat. Ich meine, überall sieht man diese, vielleicht kannst du es ja mal zeigen, die klaren Verhältnisse, Zweitstimme FDP. Wie kamt ihr darauf? Was hat euch bewegt, 50 Stunden auf die Straße zu gehen? Ja, wir haben natürlich überlegt, wie können wir ganz am Ende nochmal richtig Gas geben und Leute überzeugen, uns zu wählen. Und es gibt halt so viele Leute, die wissen noch immer nicht, ein paar Tage vor der Wahl, was sie eigentlich wählen werden. Da haben wir gesagt, diese Leute müssen wir uns so ranholen, die müssen wir überzeugen und das bringen wir auf die Straße in den letzten Tagen. Und da ist sowas natürlich am allerbesten. Ich finde das total klasse. Was würdest du sagen, war die tollste Aktion und wo hättet ihr was besser machen können? Also, viel besser machen kann man da eigentlich kaum. Es klappt ziemlich reibungslos und ich bin total happy damit, wie es läuft. Die tollste Aktion war mit Sicherheit jetzt gerade heute vor ein paar Stunden. Wir haben es genannt, der Jugend steht das Wasser bis zum Halse. Ein junger Liberaler ist in eine riesige Regentonne gesprungen und ist dort untergegangen im Wasser. Und da ging es natürlich um eine Symbolsetzung, Schuldenpolitik. Ne? Wir haben jetzt 1,6 Billionen Schulden. Das ist eine unglaubliche Zahl. Und das sind eben unsere Schulden. Unsere junge Generation wird dieses Geld irgendwann zurückzuzahlen haben. Und wir haben gesagt, stopp damit, sofort. Ausgeglichene Haushalte müssen in absehbarer Zeit wieder her. Wir dürfen uns nicht weiter neu verschulden. Wir müssen auch irgendwann anfangen, diese Schulden zurückzuzahlen. Und da ist eben das, was die Große Koalition macht, völlig verfehlt. Abwrackprämie, Konjunkturpakete, Rentenerhöhungen, sowas darf es nicht geben. Denn das wird auf unserem Rücken ausgetragen, Rücken der jungen Generation. Also würdest du sagen, die Schulden von heute können nur noch mehr werden für die Generation von später? Ja, so ist es momentan und so darf es eben nicht weitergehen. Wir müssen jetzt damit aufhören, damit wir irgendwann auch noch mal eine Rente bekommen und auch noch mal ein wenig Spielraum haben, wenn es zum Beispiel darum geht, Ausgaben für neue Schulen oder ähnliche Investitionen. Denn sonst wird auch irgendwann kein Geld mehr für sowas da sein. Dürfen wir noch ein paar Fragen zu eurer tollen Aktion stellen? Ja, gerne. Wie viele Leute waren ungefähr immer dabei? Ich meine, 50 Stunden, das hört sich sehr viel an, wenn das einer macht. Ich glaube, das ist nicht zu stemmen. Wie groß war euer Team? Was denkst du, wie viele Leute habt ihr bewegen können, daran teilzunehmen? Ich glaube, es ist schwer zu zählen, das waren, glaube ich, unendlich viele. Das waren richtig viele Leute. Also wir hatten einen harten Kern, der bestand vielleicht aus 10, 15 Leuten, die waren immer dabei, fast immer, und haben sich abgewechselt in der Organisation und in der Teamleitung. Aber wir hatten ganz viele Freiwillige, die sind mal dazugekommen für eine Stunde, mal für einen halben Tag. Und so hatten wir insgesamt sicherlich einen Pool von über 50 Leuten. Und das ist natürlich klasse. So kann man richtig viel auf die Beine stellen. Es macht auch richtig Spaß. Das ist ja ein gemeinsames Erlebnis. Wenn wir mal irgendwann eine Stunde Schlaf finden, dann legen wir uns irgendwo in eine Landesgeschäftsstelle nebeneinander in unsere Schlafsäcke. Und das verbindet natürlich auch. In die Landesgeschäftsstelle, das heißt, ihr fahrt nicht mal nach Hause. Ihr seid so hart, ihr kämpft durch. Tage ohne Dusche, aber mit kurzem Schlaf. Abschließend. Mit einem Satz möchtest du irgendwie deinem Ort, ich meine 50 Leute, das hört sich viel an, ich glaube ihr habt 500 Mitglieder, das sind 10%, die ihr bewegt habt, in fast 2 Tagen, willst du ihnen noch was sagen oder willst du lieber einen Bundestagskandidaten begrüßen, der eventuell reinziehen könnte? Du hast die Wahl, was ist dir wichtiger? Nein, ich sag was an die Jungs und Mädels, die heute so toll mitgemacht haben und ich sage ganz herzlichen Dank, mit euch schaffen wir das, wegen euch schaffen wir das und ja, jetzt ist es kurz vor der Wahl und get out and vote. Das ist unser Abschlussstatement. Okay. Eine letzte Sache. Abgeordnetenhauswahl 2011 erwartet uns 100 oder 150 Stunden. Was sind die Berliner Julis bereit, noch zu leisten und zu tun? Ich glaube, diese Aktivität hier ist ziemlich schwer zu toppen, aber könnt ihr mir vorstellen, dass uns das trotzdem gelingt mit so einem tollen Team? Wir sind gespannt. Vielen Dank, David Ismer von den Jungen Liberalen Berlin.